zum Geschmackstest. Ja, hier sehen wir noch beides. Ich nehme es jetzt mal, den Geschmackstest. Oha. So, meine Lieben, ihr seht es. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Die neue Coca-Cola Clear ist heute bei mir angekommen. Und ja, es brennt schon in mir, diese Coca-Cola hier zu probieren. Ich wollte sie eigentlich gerade schon einfüllen. Dann dachte ich mir aber, ich tue die jetzt wirklich nochmal ins Gefrierfach. So, dass sie wirklich super kalt ist, so wie man eine Cola trinken sollte. Zumindest meiner Meinung nach muss eine Cola einfach richtig kalt sein. Aber wir können ja jetzt erstmal so ein bisschen gucken, wie diese Flasche so aussieht. Ich tue mal das Glas beiseite. Wie gesagt, es ist wirklich super durchsichtig. Es sieht einfach aus wie Wasser. Ja, hier vorne sehen wir dann 0 Kalorien. Ansonsten, wie gesagt, es ist ja hier, handelt es sich um eine japanische Flasche. Das Ganze habe ich gekauft bei Amazon. Kann man da eigentlich ganz gut kaufen. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, wie das schmecken soll, obwohl man natürlich eigentlich, wenn man logisch nachdenkt, heutzutage mit sämtlichen Geschmacksstoffen, man muss sie einfach nur reinfüllen in Wasser und dann schmeckt einfach alles so. Also deswegen ist es natürlich auch eigentlich Schwachsinn. Ich bin trotzdem gespannt auf den Geschmack irgendwie. Also ich, keine Ahnung, kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie das schmecken soll. Also auch, ob es gut oder schlecht schmeckt. Also da weiß ich wirklich noch nicht, was ich davon halten soll. Nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf und tue sie jetzt einfach mal ins Gefrierfach. So, wo haben wir denn noch Platz? Ja, direkt hier oben. Da kommt sie rein. Wie gesagt, ich hole sie einfach mal so in 30 Minuten wieder raus. Dann dürfte sie wieder etwas gekühlt sein, weil gerade war sie so lauwarm. Und dann möchte ich sie erst öffnen und in dieses Glas hier reinfüllen. Und dann gibt es den ultimativen Geschmackstest für euch. Ich bin super gespannt, ich denke ihr auch. So, jetzt steigt die Spannung. Dann holen sie mal raus. Ja, ist schon angenehm kühl. Könnte vielleicht noch ein Ticken kühler sein. Aber man sieht es, glaube ich, auch schon. Hier ist es so ein bisschen trüb. Das heißt, eine gewisse Grundkälte. Man sieht es, wenn ich hier so unterstreiche, ist da. Könnte vielleicht noch ein Ticken kühler sein. Aber wir werden sie jetzt so probieren. Ich kann nicht mehr abwarten. Ich habe jetzt einfach mega Bock auf diese Cola. Und will sie einfach probieren. Deswegen öffne ich sie jetzt mal und melde mich dann nochmal. Ich habe mir doch gedacht, ihr wollt vielleicht sehen, wie ich sie aufmache. Ist vielleicht doch noch spannend, was es auch für ein Geräusch gibt. Deswegen nehme ich das jetzt mal mit auf, versuche es mit einer Hand zu machen. Okay, gezischt hat die ordentlich. Wurde wahrscheinlich auch ein bisschen durchgeschüttelt während der Fahrt. Deckel sieht ganz normal aus, wie jeder andere Cola-Deckel auch. Jetzt, ich mache mal einen Geruchstest, so einen kleinen. Das riecht wie normale Cola, also nicht unbedingt anders, vom Geruch her eigentlich ganz normal. Wenn man die Augen zumachen würde, würde es so schmecken wie jede andere Cola auch. Okay, schäumen tut sie auch so, es klingt auch so beim Befüllen, klang es gerade wie normale Cola. Jetzt möchte ich mal gucken, setzt sich da irgendwas ab? Nee, sieht immer noch komplett durchsichtig aus. So, dann kommen wir mal zum Geschmackstest. Ja, hier sehen wir noch beides. Ich nehme es jetzt mal, den Geschmackstest. Oha. Oha. Ich kann es gerade erst gar nicht so richtig definieren, ob ich es richtig gut oder richtig scheiße finde. Es ist anders als normale Cola, das muss man sagen. Es kommt dem aber schon sehr nahe. Schmeckt so ein bisschen wie diese Mc's Cola, so ein bisschen wie Cola, aber noch mit so einem Ticken, so 2% mehr Wasser als sonst. So ein bisschen verdünnt irgendwie. Aber ist lecker. Ist lecker, ist auf eine andere Art lecker. Halt irgendwie erfrischender. Also wirklich sehr gut für den Sommer eigentlich. Also das könnte ich mir sehr gut als Sommergetränk einfach vorstellen. Mit so ein paar Eiswürfeln, weil das schmeckt so schon super erfrischend.
Also ich kann mich aber immer noch nicht entscheiden, ob ich es jetzt, wie ich es finden soll. Also es kommt nicht an die normale Cola ran. Aber es ist nochmal sowas, was ganz anderes irgendwie. Hat einen ganz anderen Reiz. Aber auf jeden Fall cool. Ich dachte, es wird jetzt so übelst nach Chemie schmecken. So, also, so das, keine Ahnung, dass man so denkt, ich habe da jetzt nur noch irgendwelche Geschmacksverstärker drin. Aber es schmeckt noch, in Anführungszeichen, natürlich wie normale Cola. Das ist natürlich die Frage, wie natürlich jetzt eine normale Cola ist. Aber ich bin immer noch, ich muss das immer noch analysieren. Sagt, wir gucken nochmal auf die Flasche. Hey, sieht man es wirklich, war wirklich eigentlich doch sehr kalt, jetzt wo ich es getrunken habe. Puh. Nee. Also je länger ich das auf mich wirken lasse, ist natürlich erstmal auch so ein Schock, so man denkt so. Wie schmeckt es jetzt? Erstmal erwarten, was ganz scheiß, dann kommt es doch sehr nah dran, aber dann schmeckt es doch irgendwie anders als sonst. Aber es ist gut. Es ist gut. Freunde, probiert es selbst. Probiert es selbst. Kauft es euch entweder auf Amazon oder ich glaube bei eBay werden die auch manchmal versteigert. Irgendwie gibt es da auch nur so eine limitierte Auflage, leider auch noch nicht in Deutschland, irgendwie nur in Japan und so. Also werden die produziert. Aber man kann die sich eigentlich relativ leicht besorgen. Wie gesagt, ich kann es eigentlich ausbrechen, die wirklich mal zu probieren. Irgendwie ist es dann aber auch so, man darf die eigentlich gar nicht gut finden, weil dafür kommt man ja eigentlich fast gar nicht an die Dinger ran. Wie gesagt, ich glaube, es ist sogar eine limitierte Auflage. Das heißt, etwas, was es nicht lange und nicht öfters geben wird. Deswegen, wie gesagt, zum Probieren finde ich es eigentlich richtig cool. Ich werde mir die Flasche auch irgendwo einfach hinstellen, weil ich finde sie auch ganz cool. Dann kannst du eigentlich Wasser reinfüllen, dann denken alle, die werden noch ganz normal voll. deswegen, ich kann eigentlich eine Empfehlung aussprechen, würde sagen, probiert das einfach mal aus. Ich tue den Link einfach mal unten rein, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch das bestellen wollt. Find's auf jeden Fall ganz cool. So, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen und Einfach Test. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare oder schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr verbessern würdet. Wenn ihr sonst noch eine Idee habt, was ich testen könnte. Wie gesagt, ich habe ja schon Twinkies getestet oder Kinderkarts und jetzt die Coca-Cola Clear. Wenn ihr sonst noch irgendeine Idee habt oder irgendeine Sache, die ich für euch testen soll, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schickt mir irgendwie einen Link. Dann werde ich mir das bestellen und werde das für euch testen und euch sagen, wie das schmeckt und wie es ist. Ansonsten geht noch in die Infobox und klickt einfach mal auf mein Instagram, Twitter und Facebook. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und kriegt immer alles mit. Vielleicht, ich verlinke euch auch nochmal vielleicht hier irgendwo die anderen Videos von den Twinkies. Das war auch ein sagenumwobener Test, die ich getestet habe. Und die Kindercards, das waren beides Sachen, die auch sehr, sehr überraschend dann waren, wo ich auch Dinge nicht erwartet hätte. Deswegen klickt euch da mal rein, klickt euch ein bisschen durch. Wie gesagt, habe da einige tolle Sachen einfach gemacht und ja, wie gesagt, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Verbesserungen, Wünsche oder sonst irgendwas, packt es einfach in die Kommentare. Ich nehm das sehr gerne auf und ja, wie gesagt, ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, bleibt dran und ciao.